dass ich hundemüde bin und ich nur vormittags Zeit habe, ein Video aufzunehmen. Und da müsste ich mich eigentlich mit Energy Drinks zuballern, dass ich ordentlich wach bin am Morgen oder mit Kaffee oder sonst was. Hey, ihr Indianer da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Desperado. Nun ist es so, dass ich sagen muss, dass es leider wieder keine Roleplay-Folge ist. Einfach aus dem Grund, ich habe in letzter Zeit wirklich sehr wenig Zeit. Und das sage ich nicht, weil ich keine Lust habe, eine Roleplay-Folge zu machen, sondern weil ich wirklich sehr wenig Zeit habe. Und das ist ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, natürlich hindert mich das irgendwie daran, viele Videos zu machen, weil wenn man keine Zeit hat, dann hat man halt keine Zeit und was willst du dann da machen, ne? Ich kann jetzt, jetzt habe ich das Fenster geschlossen, so. Ich kann jetzt nicht nur wegen Desperado jetzt meine Real-Life-Sachen nach hinten strecken, das geht nicht. Und deswegen mache ich mir jetzt erstmal bessere Rüstung, denn ja, mir ist was sehr Tolles passiert. Und zwar wurde ja mein Tipi versetzt, weil ja jetzt wieder ganz, ganz viele neue Leute ins Projekt gekommen sind. Und der liebe Taka hat mir das dann versetzt, der liebe Taka Ishii. Und Moment, ich kann es euch hier zeigen. Wer sich noch erinnern kann, da vorne hier ist das Feuer und ungefähr... Ja, da vorne waren die Schafe, wie ihr seht, die wurden jetzt schon wieder ein bisschen vermehrt und hier ungefähr stand mein Tipi, ja. Und der wurde jetzt danach ganz, ganz hinten versetzt, damit halt da mehr Leute Platz haben. Und was steht hier? Da das hier ein Indianerdorf ist, brauchen wir Wolle. Es wäre also gut, wenn ihr öfters mal die Schafe schert. Die Wolle wächst sehr schnell nach. Liebe Grüße, mein Link. Okay. Ja, und ich möchte auch generell wieder mehr Tipis bauen. Und zum Beispiel der hier ist ja wieder prächtiger aufgefüllt worden. Ich glaube, das ist der von Wesley. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Und ich glaube, der ist auch höher als meiner. Ich weiß es nicht so ganz. 4, 2, 2, 2, 2, 2. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der noch nicht ganz fertig. Das heißt, ich werde ihn hier auch noch ein bisschen auffüllen. Und jetzt nochmal zur Geschichte. Ja, dann habe ich halt eben 13 Diamanten auch als Entschädigung bekommen dafür, dass er versetzt wurde. Und dann mache ich mir so eine Full-Dia-Rüstung, bleib kurz AFK am Server stehen. Und was ist? Natürlich sterbe ich, natürlich! Und ich hatte mir total viele Waffen gecraftet, das heißt, ich hatte mir im Moment ein... hier hinten waren die, glaube ich. Hier so eine... Machete, wo war die denn? Ja, ne Muskete habe ich mir gecraftet. Das könnten wir eigentlich jetzt gleich auch wieder machen. Und zwar brauchen wir dafür ein Feuerzeug. Und total viele Waffen hatte ich halt dann da. Und dann bin ich einfach so gestorben. Ich dachte mir echt so, ey, das kann es doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt wirklich ernsthaft sterbe. Also, boah, da habe ich mich echt geärgert. So, eine Muskete, dann brauche ich noch einen Gewehrkolben. Der ist ja eigentlich ganz easy zu machen. Habe ich hier irgendwie Sticks. Stick. Nope. Aber ich nehme jetzt einfach mal das hier raus. Ist ja nicht so schlimm hier. So. Okay, Thomas. Okay. Hör auf, Druckplatten zu machen und mach Sticks. Ich bin heute schon wieder so verwirrt, ne? Das ist das Problem, wenn ich morgens ein Video drehe. Dann bin ich immer so verwirrt. So, gut. Perfekt, und jetzt haben wir wieder eine neue Muskete. Das Ganze geht ja ganz schnell zu craften. Jetzt brauche ich Musketenkugeln mit Schwarzpulver, Papier, Kacke. Das ist jetzt das nächste Problem. Ich habe kein Papier. So, das sind wir wieder. Ich habe gerade gemerkt, ich war noch im Teamspeak und dann wurde einfach so jemand reingejoint. Und ja, da hätte ich ein bisschen besser gucken sollen, dass ich vielleicht gemutet bin, wenn ich hier aufnehme. So, gut. Dann bräuchte ich eventuell noch jetzt eben Zuckerrohr. Da gehen wir jetzt gleich mal auf Tour, würde ich sagen, um Zuckerrohr zu finden.
Und das pflanzen wir dann gleich an. Das verarbeiten wir dann nicht weiter. Aber dann würde ich sagen, dann nehme ich ja Kure mit. Weil das ist dann, glaube ich, viel besser, als wenn ich ihn nicht mitnehme. Hier habe ich zum Beispiel so eine coole Wäscheleine. Ziemlich nice. Also das Modpack hier finde ich mega, mega nice. Also ich muss sagen, das haben die wirklich nice hinbekommen. Das ist richtig toll. Und ich habe so Lust auf Roleplay. Und ich möchte das unbedingt durchziehen. Und ich habe mit Wesley eigentlich schon längst einen Aufnahmetermin. Nur das Problem ist halt einfach, ich schaff's mit der Zeit nicht. Derzeit passiert so viel außerhalb YouTube und es sind gerade so viele neue Dinge da und ich kann jetzt nicht alles verraten, aber es wird gerade einiges umgestellt. Und da muss ich echt sagen, ist das ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, natürlich ein bisschen stressig, wenn man jetzt eine Roleplay-Folge machen möchte, weil entweder man macht so eine Roleplay-Folge, wo man jetzt nur alleine ist und kurz redet oder so, geht ja auch, oder man macht halt eine, wo mehr Leute eingebunden sind, die dafür halt auch mehr Aufwand ist. Und ich würde halt jetzt gerne eine machen, die mehr Aufwand hat. Aber ihr könnt mir mal schreiben, wie ihr das wollt. Ob ihr dann vielleicht doch lieber eine wollt, die nicht so aufwendig ist, aber dafür wenigstens eine Roleplay-Folge. Weil ich weiß ja, dass ihr die Roleplay-Folgen mögt. Und das wäre natürlich dann doof, wenn, naja, wie soll ich sagen, wenn ich dann keine Roleplay-Folgen mache, ne? Also das ist auf jeden Fall, das geht gar nicht. Und jetzt suche ich hier Zuckerrohr und ich werde wahrscheinlich sowieso nie wieder nach Hause finden, obwohl ich weiß die Koordinaten ja sowieso von uns im schönen Dorf. Aber jo, hier könnte es vielleicht Zuckerrohr geben. Hier sieht es nämlich ganz, ganz gefährlich aus. Hier vielleicht. Nein. Und hier vielleicht. Oh. Zuckerrohr? Nein. Ja, Skelett schießt mich ab. Kein Ding. So, ach Mann, Leute. Wir brauchen wirklich Zuckerrohr. Und das muss ich sagen, ist bei dieser Map echt ein bisschen. Ich mach mal ein bisschen hier das Wetter. Nee, Wetter ein bisschen leiser. Weil ich muss sagen, ich habe jetzt fast nie Zuckerrohr gefunden. Ich bin teilweise so weit gegangen, um ein bisschen Zuckerrohr zu finden, nur damit ich die Kackwaffen machen kann und ein Buch, das ich benutzen kann. Und das ist echt ein bisschen wenig. Also da hatten wir es im Leben besser, weil da hatten wir ja natürlich keinen Western. Aber ich finde die Western-Thematik auch richtig nice. Also aus solchen Projekten eben auch mit der Story wegen der Zeitmaschine und so weiter kann man halt auch immer so fortlaufende Projekte machen. Mit so verschiedenen Zeiten. Vielleicht irgendwann mal in die Zukunft oder was weiß ich, ne? Also da kann man wirklich sehr viel machen. Und da hat mir letztens, glaube ich, jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich in der Folge sehr ein bisschen unmotiviert klang. Das ist überhaupt nicht so. Es ist einfach nur so, dass ich hundemüde bin und ich nur vormittags Zeit habe, ein Video aufzunehmen. Und da müsste ich mich eigentlich mit Energy Drinks zuballern, dass ich ordentlich wach bin am Morgen oder mit Kaffee oder sonst was, dass ich dann rumschreie wie sonst immer. Aber nein, ich bin nicht schlecht gelaunt und ich bin motiviert und ich habe mega Lust, Roleplay-Folgen und normale Folgen zu bringen, aber es nervt mich einfach nur, dass ich derzeit so wenig Zeit für komplett YouTube finde und ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Jeder hat irgendwann mal sowas, wo er nicht so viel Zeit für etwas hat, das ihm mega viel Spaß macht. Aber naja, mal schauen. Das ist wie gesagt eine kleine Laberfolge. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr braucht jetzt nicht zugucken. Ihr könnt eigentlich das Ganze minimieren. Daneben Spiel zocken oder sonst irgendwas und einfach nur zuhören, was ich sage, weil damit ihr halt auf dem aktuellen Stand seid, dass ich euch einfach nur sagen kann, yo, ich habe derzeit Stress und hier gibt es wieder kein Zuckerrohr, natürlich nicht, nein, wieso denn auch? Ja, das tut mir leid und ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und ich schwöre es euch, Leute, wenn ich wieder mehr Zeit finde für das Ganze, dann haue ich Videos raus. Das glaubt ihr gar nicht. Und wir haben Zuckerrohr gefunden. Nice.
Nice one, nice one, Zuckerrohr. So, das nehmen wir uns jetzt gleich mit und gehen nach Hause. Obwohl, nee, wir gehen jetzt nach Hause, weil zwei Zuckerrohr reichen aus. Und jetzt mache ich mal schnell die Koordinaten an. Wir müssen zu 1500 x und z ist 1100, glaube ich. Also wir sind schon ein bisschen weg. Nein, falsch. Hier lang geht's. Hier lang geht's. Genau. Und ja, wie gesagt, ich habe immer so ein schlechtes Gewissen. Ich habe halt immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich die Folge dann hochlade und dann denken sich Leute so, oh ja, eine Roleplay-Folge ist vielleicht hochgeladen, aber dann ist es gar keine Roleplay-Folge und dann ist das für mich immer so, keine Ahnung, so eine Demütigung, dass ich am liebsten gleich gar keine Folge hochladen würde, weil ich einfach was teilweise verspreche, was ich nicht halten kann und das möchte ich auf keinen Fall mehr tun. Das bedeutet, wenn ich es nicht schaffe, wie jetzt zum Beispiel, sage ich euch das klipp und klar, dass ich eben gerade keine Zeit habe und so weiter, weil sehr viel familiäre Sachen gerade passieren. Nichts Negatives, auf gar keinen Fall, alles nur positiv für die Leute, die jetzt denken, oh mein Gott, hast du Stress mit deiner Familie? Nein, alles in Ordnung, alles tupidupi. Nur ist halt gerade so ein großer Wechsel und ich bin erst umgezogen, ich bin hier noch provisorisch hier und da ist alles so ein bisschen, das noch, ja, wie soll ich sagen, im Aufbau, sodass alles wieder, naja, wie soll man es nennen? Ja, dass halt alles wieder so supi-dupi funktioniert, wie sonst auch immer. Und ja, verzeiht mir, Leute. Und dann bekommt ihr von mir einen Keks. Und Kekse sind bekanntlich gut. So, jetzt sind wir zu Hause. Dann machen wir, setzen wir gleich mal das liebe Zuckerrohr an. Und wenn wir das dann angesetzt haben, dann würde ich sagen, beende ich dann wahrscheinlich auch schon die Folge. Mal schauen, wo ich ein gutes Örtchen dafür finde. Weil ich verarbeite das jetzt nicht gleich weiter. Vor allem, was will ich denn mit zwei Stück machen? Okay, was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Bin ich falsch gelaufen? 1500? Nein, ich bin, glaube ich, fast da. Oh, jetzt bin ich in der Stadt. 1500, 1300. Jetzt bin ich in der City. Das wollte ich aber gar nicht. Hupf. So. Perfekt. Jetzt gehen wir noch schnell nach Hause. Und dann. Also ich muss sagen, die Stadt ist echt schon wirklich sehr groß geworden. Finde ich echt schön. Und wieso hüpft mein Pferd jetzt? Kannst du aufhören, so zu hüpfen? Sieht aus, als würde es lecken, aber das Pferd hüpft nur. Seht ihr, Leute? Mein Pferd hat Spaß. Mein Pferd? Es hat einfach Spaß. Hör auf, Pferd. Wir müssen nach Hause. Hör auf zu hüpfen. Okay. Hallo, beruhig dich wieder. Pferdchen, beruhig dich. Komm. So, hier hat Wesley zum Beispiel ihren Stall gebaut, damit sie in der Stadt auch einen Punkt hat, wo sie dann zum Beispiel mal fürs Roleplay was einsetzen kann oder so. Finde ich sehr cool. Und ja, also ich fühle mich im Indianerdorf putzwohl. Ich finde es toll, dass jetzt wieder einige Indianer gekommen sind. Und gestern kam mir das PvP-Event, da muss ich mich auch nochmal ganz kurz rechtfertigen. Ich war so nervös vor dem PvP-Event, weil ich einfach nicht umgehen kann mit diesen Waffen, beziehungsweise ich hatte ja davor nur eine und damit habe ich nur ein bisschen geschossen. Und die anderen waren ja alle schon geübt, die wussten ja, wie das abläuft und so weiter und ich nicht. Und ja, das war halt dann der Fehler und das Pferd hat noch immer Spaß und springt. Ja, toll. Pferd, du hast auf jeden Fall dein Leben. Du genießt auf jeden Fall dein Leben. Ja, also wie gesagt, ich war einfach zu aufgeregt und dann ist es klar, dass man dann irgendwie früher stirbt. Es war auch dumm, dass ich da zu diesem Zaunstück da gelaufen bin, weil sonst hätte mich wahrscheinlich Takeishi sowieso nicht erwischt. Aber gut gespielt, mein Lieber. Und jetzt parken wir noch ganz schnell unser Pferd hier. Und ich mache jetzt einfach hier an den Seiten. Würde ich sagen, das hier ist ein guter Punkt. Hier. Und hier. Dann kann das nämlich hier auch noch wachsen. Stelle ich mein Pferd ab, Leute. Und dann haben wir in der Folge was Produktives geschafft. Wir haben eine Muskete gebaut. Und wir haben Zuckerrohr. Und wir haben Zuckerrohr gefarmt. Und jetzt haben wir quasi eine hauseigene Zuckerrohrfarm. Und ja, Dankeschön, Leute, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Würde mich sehr freuen, wenn jetzt noch überhaupt Leute da sind, weil es war ja eine eher Lava-Folge. Aber wie gesagt, besser wäre es gewesen, wenn ihr
den Tab minimiert hättet und einfach nur zuhört, minimiert hättet. Boah, ich verspreche mich heute schon wieder die ganze Zeit. Es wird Zeit, dass ich die Aufnahme beende und dass ich endlich wach werde, weil sonst ist das nicht so gut. Ja, Kuri und ich sagen goodbye, haltet die Ohren steif, macht's gut und ciao.